Electronics Walk to Hell. Und nach dem Octahive gibt es natürlich eine weitere Oktave, Walk to Hell. Und der Marco wird mir ein bisschen böse sein, weil ich habe heute ein bisschen Bassist gespielt. Und liegt natürlich daran, dass ein Bass natürlich eine Oktave tiefer gestimmt ist als eine Gitarre. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen so, weil mir das Walk to Hell eine Oktave zur Gitarre dazu mischt. Ja, das könnt ihr hier ganz gut sehen. Unter Hell habe ich meine Oktave liegen. Ja. Da kommt sie schon. Und das sehr, sehr Interessante ist, ich habe hier eine Fassabteilung hier. Wo ich praktisch meine Gitarre habe. Ja. Und habe hier auf dem zweiten Button die Möglichkeit, die Oktave darunter zu fahren. Sehr, sehr interessant ist, die Oktave reagiert auf den Anschlag. Das macht es natürlich für den Spieler ein bisschen schwierig, da gleichmäßig durchzukraxeln. Aber es funktioniert natürlich dann, wenn ich dynamisch diesen Effekt erzeugen will. Das ist sehr, sehr interessant, habe ich noch nie so gehört und passt irgendwie so auch zu dieser Marke Beatronics, wo ich mich auch immer frage, okay, wozu brauchen wir noch mehr Effekte? Aber wenn die Effekte so geil sind und so geil ausschauen vor allen Dingen und auch so einzigartige Features haben, dann bin ich natürlich voll dabei und deswegen zeige ich euch heute natürlich den dritten Teil unserer kleinen Reihe. Und unter Hell, wie gesagt, habt ihr die Oktave. Was sehr, sehr interessant ist, ich kann noch eine Oktave runtergehen. Das heißt, ich bin zwei Oktaven drunter. Hört man so gar nicht mehr, aber wenn ich jetzt eine Oktave höher gehe vom Spielen her. Aber was ihr jetzt hört, ist im Prinzip die Verzerrung der doppelt runtergesetzten Oktave, die ihr nur als Obertonwelle hört. Ne? Dieses Knistern im Amp, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Okay, wenn ich die Oktave abschalte, habe ich die Möglichkeit, ein ganz normales Fass zu haben, beziehungsweise einen Overdrive-Sound. Das ist auch sehr, sehr geil. Das heißt, wenn ich hier mal auf, obwohl, da kann ich eigentlich ganz gut drauf bleiben, auf meinem etwas angezerrten Pull. Und da lässt sich hier ganz geil diese Verzerrung zeigen. Also wie beim Octahive habt ihr auch die Möglichkeit, einfach diesen Effekt oder diesen Oktaveneffekt abzuschalten. Und ihr bekommt natürlich obendrauf nochmal ein Overdrive-Pedal, was natürlich nicht
mit dem Overhive zu vergleichen ist, aber eine sehr, sehr charaktervolle Verzerrung kann. Das ist schon geil. Oder die Oktave dazu.